Tatsache ist, dass wir mit Sicherheit hinten heraus größere Möglichkeiten hatten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden auf 2:0. Wien hat mit Sicherheit im Verlauf der zweiten Halbzeit immer stärker dieses Mittel gerade geschlagener Bälle auf unsere letzte Abwehrreihe, vor allen Dingen ins Zentrum probiert, auch mit dem Tausch von Schäffler, der dann in ganz vorderster Linie in der zweiten Halbzeit agiert hat. Da muss man mit Sicherheit vor allen Dingen Kister und Schirow ein Riesenkompliment machen, weil sie aus meiner Sicht in der Luft eben heute eine unfassbare Arbeit verrichtet haben und in jeder Situation die Bälle sauber verteidigt haben, vor allen Dingen in Verbindung mit ganz, ganz wenigen Fouls, also sehr körperlich stark, aber nie unfair. Dadurch haben wir natürlich den Spielrhythmus in der zweiten Halbzeit sehr, sehr unruhig gehalten, was uns natürlich in die Karten gespielt hat aufgrund der Führung. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass zwei Mannschaften, die natürlich in der jetzigen Situation unter einem gewissen Druck stehen, dass die ganz unterschiedlich ins Spiel gekommen sind. Muss man schon zugeben, dass wir in den ersten 25 Minuten den Wienern sehr, sehr große Räume gegeben haben. Dass Wien in vielen Situationen aus meiner Sicht in richtig attraktiven, vorbereiteten Positionen war, wo sie gute Flankenbälle geschlagen haben, wo sie dann auch in der einen Situation eine Unordnung oder ein schlechtes Nachschieben von uns und einen Ballverlust zu einer klaren 1 gegen 1 Richtung Torwart genutzt haben. Da konnte Kister dann Gott sei Dank noch körperlich den Stürmer ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, aber das war eine große Chance und in den Phasen ist es uns ganz, ganz schwer gefallen, überhaupt den Ball auf vorderster Linie mal festzumachen oder über mehrere Stationen zu kombinieren. Aber das Spiel ist tatsächlich mit Sicherheit auch ein bisschen durch unser Zutun unruhiger geworden. Das hat uns in die Karten gespielt, dass es so ein bisschen dreckiger wurde, ein bisschen einfacher strukturiert. Und natürlich war heute ein ganz, ganz wichtiger Faktor das 1:0 unmittelbar mit dem Pausenpfiff. Das hat uns in eine gute Position gebracht und die Mannschaft in der Halbzeit nochmal extrem gelebt, hat gespürt, das kann heute so ein Wendepunkt sein, wie wir den letztes Jahr eben in Magdeburg auch erlebt haben. Und klar, wenn du mal so einen Abstiegskampf in der vergangenen Saison bestritten hast und du kannst dich daran erinnern, wie war der Start zu einer wahnsinnigen Serie, dann bringt das eine unheimliche Stärke in die Truppe. Und ich glaube, die haben wir heute in der zweiten Halbzeit auch auf den Platz gebracht. Wenn es einen Wermutstropfen gibt, dann zum einen natürlich die Tatsache, dass wir das Spiel einfach nicht frühzeitiger zugemacht haben. Deswegen mussten wir tief bis in die 96. Minute eben körperlich sehr hart verteidigen. Und der zweite Punkt sind mit Sicherheit angeschlagene Spieler. Aber ich glaube, das hat das heutige Spiel ähnlich wie das letzte Woche in Regensburg einfach mit sich gebracht, dass wir aktuell körperlich sehr, sehr hart arbeiten müssen, dass es viele sehr, sehr harte Zweikämpfe gibt, dass die Spieler bis an ihre Grenzen gehen müssen. Da bleibt es nicht aus, dass nach der langen Pause und diesem schnellen Start ohne die entsprechende Vorbereitung die Spieler auch gezeichnet sind. Deswegen hoffe ich natürlich, dass wir diese erste englische Woche und die kurze Regenerationszeit bis Hannover dann auch nutzen können, um die Spieler wieder an Bord zu haben. Dankeschön. Ja, ich muss meine Glückwünsche nach Sandhausen schicken und meinem Kollegen Uwe gratulieren. Ich denke, dass es leider, muss ich sagen, aus unserer Sicht eine verdiente Niederlage war. Ja, es war ein verdienter Sieg für Sandhausen. Sie waren die intensivere Mannschaft. Sie haben dieses Spiel angenommen, besser angenommen. Ja, wir haben zwar in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht, aber in der ersten Halbzeit waren wir da einfach nicht ebenbürtig genug, um dann eben da mehr draus zu machen. Ja, wir haben jetzt eine schwere Phase gerade im Moment. Ja, wir haben uns natürlich alle gefreut gehabt und waren in einer guten Situation, einen guten Lauf. Jetzt haben wir die zwei Niederlagen. Wir haben jetzt zum fünften oder sechsten Mal, glaube ich, 1:0 verloren in der Rückrunde. Und das ist natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Situation. Aus der müssen wir uns sehr, sehr schnell befreien. Ja, wir dürfen uns nicht auseinanderreißen lassen. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen den Teamgeist beschwören. Ja, wir müssen durch die Situation durchgehen. Und wer in den letzten Jahren bei uns dabei war, der weiß, dass genau das uns auch immer stark gemacht hat. Und ich habe gerade den Jungs unten auch in der Kabine gesagt, wir saßen letzter in Jena und in Zwickau, ich glaube 5 oder 7 Spieltage vor Schluss, ähnlich wie es zu diesem Zeitpunkt ist, haben dort verloren und sind aber wieder aufgestanden und haben uns gewehrt und haben am Ende dann doch unser Ziel erreicht. Und genau das ist das, was wir schaffen müssen. Ja, wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Wir sind im Moment noch punktgleich mit dem Relegationsplatz. Ja, das ist der Platz, der eben auch zum Klassenerhalt reichen kann. Wir haben 3 Punkte Rückstand nach vorne. Wir wissen, wie verrückt diese Liga ist. Und wir wissen vor allem, dass wir in der Lage sind, auch wieder aufzustehen. Wir sind nicht weit weg, aber es war heute nicht
nicht genug, um die Sandhauser zu schlagen, beziehungsweise um ebenbürtig dagegen zu halten. Ja, wir haben zwar, wie gesagt, zweite Halbzeit viel versucht, aber uns fehlt so ein bisschen die Lockerheit, die Gradlinigkeit zum Tor, sondern wir versuchen es zu kompliziert, und das ist eine Sache, die nicht funktionieren kann.